Die Location hier in Aachen ist eine Wucht. Also es gibt nichts Besseres für ein Halbfinale, um die richtigen Kandidaten oder die richtigen zwei Tickets fürs Finale zu erkochen hier heute. Der Wettbewerb ist so schön und familiär, auch die ganzen Kollegen zu treffen, aber auch natürlich nochmal zu versuchen, ins Finale einzuziehen. Diesmal haben wir daran gearbeitet, die Feinheiten auch noch ausgetüftelt. Es könnte gut möglich sein, dass wir es schaffen. Ja. Also ich bin furchtbar aufgeregt, aber es macht super viel Spaß, hier mitzumachen. Und es ist einfach anders, ganz anders als normal. I think this is the adrenaline. So the basic thing is that you can create your own menu, so we can show your style to the jury. And most of the competition, they tell you what to cook. And this, I don't really like it. Yeah? So this one, I can be a freelancer here. I can do what I want. Stehen eigentlich gut da bis jetzt. Jetzt gehen wir gleich nach vorne und dann schauen wir, was die Jury sagt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Niveau heute ist. Also für uns ist es wichtig, dass es schmeckt. Ich glaube, der Trend ist wieder, dass wieder das Kochen angefangen wird. Also, dass man nicht 20 Spritzflaschen am Pass stehen hat mit Pürees und Gelees und Gels, sondern dass auch die Köche wieder anfangen zu kochen. Es ist immer sehr unterschiedlich, ganz unterschiedliche Stilrichtungen, unterschiedliches Niveau. Und ich würde sagen, man kann sich gar nicht darauf vorbereiten, sondern einfach warten und freuen auf das, was kommt. Unterschiede finde ich halt super, dass wir jetzt nicht mehr 8 Kandidaten, sondern nur noch 6 haben. Ist für uns in der Jury sensationell, dass wir uns einfach noch mehr auf diese 6 konzentrieren können, dass es danach nicht zu viel wird. Das Netzwerk ist unglaublich, also wie zum Beispiel sitze ich hier da und das sind so viele Kollegen und Leute, wo wir Freunde geworden sind über die 1,5 Jahre. Du bist zusammengeschweißt und also für mich wirklich eine tolle Geschichte und das, wie ich sage, heute bin ich da zum Essen, das ist ja... Ich habe bloß, glaube ich, die Regeln zu ernst genommen und dachte, dass ich alles hier vor Ort machen muss. Und ich habe alles hier gemacht. Ich habe die Juice hier gekocht, ich habe mein ganzes Eis hier gemacht, ich habe alles hier vor Ort gemacht. Wir beide haben von Anfang an 180 gegeben. Das erste Finalticket für 2017 geht an Peter Bogdanovic. Yeah! Der Gewinner des heutigen Vorfinals für 2017 ist Thomas Drabski. Thomas Drabski! Viva Cultura! I'm surprised, like really. Just like I told you before, we try to make like food from the start, yeah? Like honest, everything from the scratch. We try to use the product that nobody else is using because they treat it as basically as unused one, yeah? We go for the carp and fish, we go for the lambau. So we try to make it our way, our style. Aufgeregt gewesen ohne Ende, aber trotzdem haben wir es ganz geschillt nach Hause gebracht. 3, 2, 1, 2, 3! Vielen Dank, ciao, bye, guten Dank.